Hello, what's up? Heute gibt es endlich mal wieder ein Mukbang. Ich weiß, es ist schon lange her, dass ich einen Mukbang gemacht habe. Einige haben es vermisst, ich habe es auch vermisst. Und ja, hier ist es. Und zwar habe ich hier heute vegane Köttbula. Ich verbinde das nämlich heute mit einem Vegan Taste Test. In meinem letzten Ich teste vegane Neuheiten Video habe ich ja die veganen Chivapchi Cheese probiert von Green Force. Und ich hatte von denen auch noch die Köttbula, auch von Green Force. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie ich die veganen Chivapchi Cheese fand, dann könnt ihr mal hier drauf klicken. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier die veganen Köttbula von Green Force. Keine Werbung übrigens, ich habe die mir selbst gekauft. Und ich habe hier noch Kartoffelbrei und eine vegane Bratensoße selbst gemacht. Da habe ich ganz einfach so eine Mehlspitze gemacht, also einfach Olivenöl mit Mehl in der Pfanne kurz erhitzt. Also das einfach so ein bisschen anbräunen lassen. Dann habe ich Gemüsebrühe hinzugefügt und dann noch ein bisschen Sojasauce, also super easy. Ist wahrscheinlich die schnellste vegane Bratensoße, die man machen kann. Ich muss zugeben, die ist ein bisschen klumpig geworden. Aber schmecken tut sie. Dann würde ich sagen, ich mache die jetzt mal rauf. Thumbnail. Meine Haare sind heute mal wieder wild, we love it. Ich teste jetzt erstmal die Köttbula. Es ist halt jetzt kalt geworden leider, aber es ist sehr lecker. Also wirklich krass, muss ich sagen. Geil, finde ich super. Die besteht übrigens zum Großteil aus Erbsen. Und ja, die habe ich dann ganz einfach in der Pfanne angebraten mit ein bisschen Öl für, hier steht drauf 5 Minuten. Ich glaube, ich habe die sogar ein bisschen länger angebraten. Ist auf jeden Fall sehr lecker, also kann ich empfehlen. So, jetzt noch ein bisschen Kartoffelbrei. Ich muss sagen, mein Kartoffelbrei ist sehr stückig, aber ich mag das so am liebsten. Kennt ihr diesen Kartoffelbrei, der so sehr flüssig ist? Gar nicht mein Ding. Ich liebe Kartoffelbrei. Ich mache viel zu selten Kartoffelbrei. Geil. So Leute, das neue Jahr hat ja angefangen. Also hat gerade das angefangen. Wir haben 2022. Damn. Ich bin da an sich nicht so ein großer Fan von Vorsätzen, aber dieses Jahr habe ich Tatsache wirklich Vorsätze. Ein großer Vorsatz ist natürlich, einen Therapieplatz zu finden. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, dann könnt ihr das hier mal auschecken. Es ist ein sehr cooles Video geworden, meiner Meinung nach. Ich suche jetzt schon nach Ewigkeiten nach einem Therapieplatz. Und erst vor kurzem habe ich es geschafft, meine Mails rauszuschicken an Psychotherapeuten. Bis jetzt kam noch keine Rückmeldung, aber ja, es ist jetzt auch erst ein paar Tage her, deswegen, das braucht halt Zeit, ne? Und ansonsten, the highest priority bei mir ist natürlich die EP. Ich habe letztens angefangen, alte Songs neu aufzunehmen. Und zwar habe ich mit Broken Us angefangen. Das ist ein alter Song von mir, den habe ich 2016 rausgebracht, Alter. Ja, und ich möchte das mit ganz vielen Songs von mir machen. Ich habe ja wirklich schon einige Songs online. Aber ja, die Vocals, da hört man halt raus, dass es ein super schlechtes Mikrofon ist. Außerdem hatte ich damals absolut keinen Plan vom Mixing, Mastering und so weiter. Deswegen ja, will ich jetzt neue Versionen von den Songs rausbringen und werde auch noch neue Texte hinzufügen, neue Segmente einfügen. Ach, das wird super, Leute. Ich will jetzt auch noch nicht zu viel verraten, aber ja, daran arbeite ich auf jeden Fall. Und noch eine weitere Sache, die ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, ist das Streamen auf Twitch. Oh mein Gott, ich liebe es auf Twitch zu streamen. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, dann macht es mal gerne. Ich habe ja vor einigen Monaten angefangen, hier auf YouTube zu streamen und das war auch ganz cool, aber ich habe das Gefühl, YouTube ist noch nicht ready für das Livestreamen und deswegen bin ich jetzt zu Twitch gewechselt. Das tut mir auch voll leid für die Leute, die halt meine YouTube-Livestreams geguckt haben. Grüße gehen raus an Sven. Aber ich glaube, zu Twitch zu wechseln war die beste Entscheidung bis jetzt in diesem Jahr, also wirklich. Ich habe mich auch schon mit anderen Streamern angefreundet und ja, ich entdecke halt so eine neue Plattform für mich. Das macht irgendwie mega Fun. Klar, man beginnt sozusagen bei Null, aber bis jetzt, ja, es ist echt cool. Ich habe jetzt auch Tatsache 4 Tage hintereinander gestreamt und heute mache ich Pause. Also bei mir ist gerade Donnerstag, wenn das Video online kommt, dann werde ich wahrscheinlich heute Abend streamen, also schaut gerne vorbei. Und Leute, noch eine Sache. Ich habe ja angefangen mit Let's Plays. Ja, ich mache jetzt Let's Plays. Und zwar habe ich mit Life is Strange 2 angefangen. Leute, kennt ihr dieses Spiel, Life is Strange? Um es kurz zu erläutern, Life is Strange ist ein Spiel, wo man anhand von Entscheidungen das ganze Spielgeschehen verändern kann. Also es ist heftig. Ich kannte halt den ersten Teil und der war, also der hat mich schon emotional extrem mitgenommen. Das Spiel ist mitunter echt deep und bringt einen voll zum Nachdenken. Und jetzt habe ich halt mit Life is Strange 2 angefangen und es ist eine komplett neue Story mit komplett anderen Charakteren. Und ich war erst ein bisschen skeptisch, ob das mir gefällt, aber ich habe jetzt die erste Episode durch. Ich habe die gestern durchgespielt, die erste Episode. Es sind noch 4 vor mir und ich liebe dieses Spiel. Ich habe das Gefühl, ich mag das mehr als das erste Game. Ist natürlich Ansichtssache, aber so diese Story mit den Brüdern, das ist schon irgendwie, weiß nicht, ich finde das sehr intens, muss ich sagen. Und genau, vor allem so eine Spiele machen halt mega viel Spaß zum Streamen, weil man kann halt mit seinen Zuschauern zusammen entscheiden,
wie man sich halt entscheidet. Was echt crazy ist, weil ich hatte das Gefühl, ich mache die ganze Zeit die falschen Entscheidungen. Aber ich glaube, in dem Spiel geht es gar nicht so darum, was richtig oder falsch ist, sondern es geht darum, dass man erkennt, was einem selbst wichtig ist. Voll Deep Shit gerade, aber ey, dieses Spiel ist wirklich gut, muss ich sagen. Und ich lade jeden ein, da mal vorbeizuschauen auf Twitch. Ich streame Life is Strange jeden Mittwoch. Ich werde es versuchen. Und zwar um 18 Uhr werde ich anfangen. Dann werde ich erstmal so mit ein bisschen Just Chatting anfangen. Und dann geht es irgendwann los mit dem Spiel. Ich war halt echt nach der ersten Episode schon Pipi im Auge. Und ich war so, oh mein Gott, das ist so intens alles. Ich bin so K.O. gerade, Alter. Leute. Vor allem das Spiel erklärt halt super gut diesen Butterfly-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es gibt ja auch diesen Film, der Butterfly-Effekt. Im Grunde sagt der Butterfly-Effekt, dass selbst kleine Entscheidungen große Auswirkungen haben können. Und das ist mir, also das sieht man halt in diesem Spiel total. Also ja, von mir eine große Empfehlung. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ihr findet auf meinem Zweitkanal, den ihr auch hier anklicken könnt, da werde ich auch die ganzen Let's Plays hochladen. Also da habe ich jetzt auch schon ein Video zu Life is Strange 2 hochgeladen. Also Episode 1, Teil 1. Ich glaube, wenn das Video online kommt, sind da schon sogar mehrere Videos online gegangen. Auf jeden Fall. Ich weiß, ich rede die ganze Zeit über dieses Spiel, aber das ist halt wirklich gut. Und cooler wäre es natürlich, wenn ihr live dabei wärt, also wenn wir ein paar Zuschauer wären im Stream und dann auch eventuell auch über gewisse Sachen diskutieren könnten. Ich glaube, da kann man echt über gute Sachen reden. Das ist halt wirklich so ein Spiel, was einem zum Denken anregt. Es ist auch, also der zweite Teil ist auch sehr gesellschaftskritisch, habe ich das Gefühl, auch sehr politisch. Da hatte ich das Gefühl, dass es im ersten Teil nicht so war. I thought we left Berkeley to get away from this. Alter! Hey, no from worries. This. It's cool. Didn't mean to bug you. Das macht mich so sauer. Parents? Yeah. Haben die keine Eltern? Parents. Digga! Ich hoffe, du erstickst an deinem Essen. Aber ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich habe gehört, Life is Strange 2 hat 7 Enden. Uff, Alter. Bei Life is Strange 1 gab es halt nur 2 Enden. Ich glaube, das sagt schon alles aus. Hm, ist doch ein bisschen viel. Ja, ansonsten, wir haben Veganuary. Heißt also, viele versuchen in diesem Monat, sich vegan zu ernähren oder sich vegan zu verhalten. Also vegan zu leben auf jeden Fall. Und bei mir hat ja auch das Vegan-Sein angefangen mit dem Veganuary im Grunde. Ich habe ja damals auch in 2016 war ein crazy Jahr für mich. Da kamen so viele Veränderungen. Da habe ich ja auch angefangen im Januar zu sagen, jo, ich werde jetzt vegan für 30 Tage. Und was ist passiert? Ich bin jetzt immer noch vegan. Und das ist jetzt schon echt lange her. Wir haben jetzt 2022. Das sind 6 Jahre. Wow. Crazy, Alter. Ich habe gerade keine Ahnung, ob ich euch schon gefragt habe, aber habt ihr Jahresvorsätze? Allgemein könnt ihr mir schreiben, was ihr von Jahresvorsätzen haltet. Ich bin nicht unbedingt der große Fan davon, aber ich muss schon sagen, wenn ein neues Jahr beginnt, dann habe ich schon sehr viel Energy. Ich weiß noch nicht wieso, aber ich werde auch jedes Mal zum Jahresneuanfang. Also zum Jahreswechsel werde ich immer so emotional. Ich weiß nicht, was das mit mir macht, aber ja, irgendwas macht das mit mir. Jetzt hat schon einer gefragt, warum ich gerade nicht streame. Es ist 18 Uhr. Ja, weil ich die letzten 4 Tage gestreamt habe. Deswegen haben die jetzt eine Erwartung, dass ich jeden Tag streame. Das geht natürlich nicht. Ich muss auch irgendwie meine Miete bezahlen. Ich tue es jetzt, ob ich das hier mit YouTube machen könnte. Nein, also ich muss auch irgendwie noch andere Projekte machen. Richtig fun, ich habe eventuell... Darf ich darüber reden? Ich weiß gar nicht. Ich bin also auch einer dieser Influencer geworden, die euch so Sachen anteasern, aber nicht genau sagen, was es ist. I know, es ist ganz schlimm. Ja, mal gucken, ob ich euch im Januar schon was erzählen kann. Alter. Ich muss auch sagen, ich habe auch davor echt viel genascht. Mukbangs zu drehen macht echt Spaß, aber es ist sehr viel Vorbereitung. Also klar, ich könnte auch Essen bestellen, aber nee. Außerdem konnte ich das halt perfekt mit einem Taste-Test verbinden. Dafür sieht meine Küche gerade ganz schlimm aus. Also es war gerade wirklich sehr anstrengend, das zu machen. Vor allem, wann habe ich das letzte Mal Kartoffelbrei gemacht? Das ist schon Jahre her. Das war noch mit meinem Ex-Freund. Vor allem, ich habe keinen Kartoffelschäler, also keinen Gemüseschäler. Das heißt, ich habe dann erstmal gegoogelt, wie kann ich Kartoffeln schälen ohne Schäler? Und ich traue mich das auch nicht mit einem Messer. Und dann gibt es diesen Trick, dass man halt die Kartoffeln, wenn die halt gekocht haben, dass man sie danach in Eiswasser legen soll. Und das hat voll gut funktioniert. Man konnte die Schale voll gut abpellen. Ja, und dann konnte ich losstampfen mit meinem Kartoffelstampfer, den ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren nicht benutzt habe. Ich muss auch sagen, ich bin echt müde. Ich habe die letzten Tage super wenig geschlafen. Ich habe, glaube ich, die letzten Tage nur 5 Stunden geschlafen. Ich weiß auch nicht, mein Schlafrhythmus ist echt im Arsch. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Stream zu tun, weil nach dem Stream bin ich irgendwie so noch voll gehypt. Und bin dann, also fange dann an, den Stream zu schneiden und dann für meinen Zweitkanal zu schneiden halt und vorzubereiten.
Deswegen bin ich jetzt die letzten Tage noch bis 5 Uhr morgens wach geblieben. Und ja, dann stehe ich halt um 10 auf. Sollte ich ändern. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich beende das Video. Ich will mich jetzt auch nicht zwingen, das aufzuessen. Deswegen hebe ich mir so ein bisschen auf für später. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur Schlafenszeit. Bei mir sowieso. Ich werde bestimmt ein paar Stunden wieder Hunger haben. Deswegen passt es schon. Ich hoffe, ihr fandet das Mukbang cool. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr bis hierher geguckt habt, dann schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr ein Lieblingskartoffelgericht habt. Ich muss sagen, für mich ist die Frage echt schwer zu beantworten, weil ich finde alles mit Kartoffeln ziemlich geil. Aber ich denke, ich würde mich dann für Bratkartoffeln entscheiden, weil ja, das ist schon echt geil. Also wenn die so richtig scharf angebraten sind und dann noch so mit Räuchertofu als Speckersatz, ach, und so Zwiebeln, ach, so geil. Auf jeden Fall schreibt doch mal gerne euer Lieblingskartoffelgericht in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Vergesst nicht, mir auf Social Media zu folgen, auf Instagram, TikTok, Twitch. Das war's. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao. Hello.